Hi ho und willkommen zurück, Zwergenfreunde, bei Dwarf Fortress. So, wir haben einiges noch vor uns. Gehen wir erstmal aus der Ansicht raus. So, in die normale freie Bewegung. Und zwar das nächste Wichtige, was wir machen müssen, ist unsere Verteidigung erweitern. Nämlich hier. Dazu brauchen wir erst einmal von unseren Minern einen neuen Gang. Und zwar 3x3 breit hier lang. Sollte 3x3 Felder umranden. So. Also diese 3x3 Felder. Und sollte dann wieder hier als 3x3 hineinführen. So. Gut. Das ist nämlich der Ausweichweg für unsere Karawane. Beziehungsweise wenn wir hier eine Brücke hinbauen, ist das hier der Ausweichweg für die Goblins mit den Käfigfallen. Was, glaube ich, taktisch klüger ist. So. Das lassen wir dann mal ausdingen. Während wir gucken, was noch sonst noch so gemacht werden muss. Ja, genau. Dafür müssen wir auch wieder diggen. Und zwar brauchen wir Up-Downstairs. Die sind bei ihr. So. Brauchen wir hier einen neuen Raum. So. Den wir noch ausmeinern müssen. Flatsch. So. Gut. Haben wir noch Tische? Nein, haben wir keine. Gucken wir mal, was sonst noch so ansteht. Noch ein Rockthrone. Ja, wo sind die Tische gelandet? Habe ich etwa mehr Tröne in Auftrag gegeben als Tische? Nein, da sind doch genug Tische. Build Table. Ach so, Building Present. Ich habe mich verlesen. Gabbro Table, Gabbro Table, Gabbro Table, Gabbro und... So, und jetzt haben wir keine Tables mehr. Genau, so, jetzt werden nur noch Barrels hergestellt. Also müsste der letzte Thron auch fertig sein. Gut. Als nächstes gucken wir mal kurz in die Küche, wie es mit Platz und Seeds und so aussieht. Wir haben ein bisschen was für unseren Jäger an Meat reingekriegt. Wir haben Plumpe mit Spawns, Dimplecup Spawns, wir haben viel zu viele. Wir haben Pigtail, Kiefweed und Sweetpots, die wir mal langsam verbrauen sollten. Und wir haben noch mehr Badger. Badger ist Wiesel oder irgendwas in die Richtung. Deswegen gehen wir jetzt hoch zu den Küchen. Gucken wir mal, dass die Küchen uns Fine Meals herstellen. So, und die Stills sollen brauen. Was wir wahrscheinlich immer noch nicht können, weil wir noch nicht genug Fässer haben. Das sollten wir übrigens auch mal ein bisschen ändern. Mit U, ein Furniture. Mit U einen Furniture Stockpile hier reinsetzen. So. Und dem sagen wir, er soll erstmal blocken wir alles und sagen, er soll nur genau, Large Pots und Food Storage annehmen. Das bringt mich nämlich noch zu einer anderen Sache, da wir jetzt gerade keine Aufgaben für den Mason mehr haben. New Order, Rock, Pot, 30 Stück. Das ist nämlich die Fates-Variante der Barrels. So, hier unten sollten wir dann die Pots auch rausschmeißen, also Food Storage.
Gut. Und jetzt werden hier irgendwo Wokpots hoffentlich hergestellt. Sobald der Auftrag drauf ist. Ich weiß gerade gar nicht, werden die im... Genau, die werden hier im Quartz Dwarfs Workshop hergestellt. Wokpots. Und wir haben keine Loks. Oh, das ist schlecht. Deswegen hoch, 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 hoch. Eins runter. Designation. Genau, Chop Down Trees. Mach mal bitte hier die Bäume Platz. So. Dann hat unser General auch mal was zu tun. Und wir hatten ja noch was anderes vor. Und zwar müssen wir diese Zone hier vergrößern. So. Das hier ist jetzt Pen Pasture. Und diese Pen Pasture, die removen wir mal. So. Diese Pen Pasture. Das war jetzt hoch, da wollte ich nicht hin. Dieser Pen Pasture tun wir mal die ganzen Tiere. Stray Cow, die können wir mal schlachten. Stray Billy Goat. Jagdkalb auf jeden Fall. Das andere sind alles nur Puppies und Dogs. Gut. Und die Haustiere, die jemandem gehören, die gehören halt jemandem. So. Oh, wir haben ein neues, eine neue Erdschicht gefunden. Stone. Was für Stone? Ganz ehrlich, was für Stein? Granit. Ah, Granit. Und da oben haben wir noch einen Edelstein gefunden. Was ist das für ein Edelstein? Türkis. Ah. Sehr schön. Und wir brauchen Pigtail Seeds und solche Sachen da oben, sonst kann nichts Neues angebaut werden. Ja. Das ist so. Das ist einfach so. Gut, mein General hat gerade. Wo ist er denn? Wo ist mein General? Oh, und ich habe vergessen, den Migranten, die noch hinzugekommen sind. Wir haben hier noch einen Woodburn und ein paar Farber gekriegt. Denen hätte ich noch neue Jobs zuweisen sollen. Egal, die können machen, was sie wollen. Animal Trader Hunter, der Wood ist auch im etwas gut. Wo ist mein General? Ach, da. Der wartet auf eine Kampfdemonstration. Okay. Dann soll er mal warten. Während hier hoffentlich Wokpots überall hergestellt werden. Sehr schön. Für den Zweck werde ich mal kurz ins Squad-Menü gehen. Das habe ich ja noch gar nicht richtig erklärt, das Squad-Menü hier drüben. Und zwar sehen wir hier oben erstmal die Squads, die wir auswählen können. Also mit A wählen wir unseren einzigen Squad aus, der aus 6 Mann besteht. Die ozeanischen Palisaden. Und den können wir... Den können wir nun Befehle erteilen. Einmal können wir, also das hier ist nur die Auswahl, wen wir auswählen können. Und das hier ist, damit können wir durch die Liste scrollen. Aber hier sind die Orders, die wir ihm geben können. Wir können ihnen sagen Attack, also irgendein... Okay, eine Kuh ist verhungert. Dabei habe ich euch doch hier drüben... extra einen größeren Dinger gegeben. Da ist sie verhungert.
Tolle Wurst. Egal. Und wir kriegen immer mehr Puppies rein, auch gut. Auf jeden Fall, wir können mit K einen Attack-Befehl geben, also sie soll irgendwas angreifen und das greifen sie dann auch an, egal ob es ein Zwerg ist, ein Goblin oder ein Tier. Wir können ihnen sagen, sie sollen irgendwo hingehen, also stationieren ist M. Wir können die Order dann wieder abbrechen mit C. Wir können mit Z uns auf das... was war das? Das muss ich jetzt gerade nachgucken. Badger Boar war enraged. Okay. Auch gut. Und wir haben ein Jagdkalb verloren. Okay, das war wahrscheinlich das Schreien gerade eben. Aber zurück zum Squad-Menü. Mit S können wir uns ihren Schedule, also ihren Trainingsplan angucken. Mit T können wir ihren Status setzen. Also im Augenblick folgen sie ihrem Trainingsplan, sind also aktiv im Training, aber ich setze jetzt mal auf inaktiv. Und mit P kann ich sogar individuell auswählen. Achso, damit kann ich entscheiden, ob ich alle Squads Aufgaben geben will oder nur einzelnen Squads. So. Und mit Space kann ich natürlich pausieren. Gut, die müssten jetzt außerhalb ihres Schedules sein. Das heißt, unser General, genau, ist jetzt wieder ein Woodcrafter. Und der ist noch im Individual Combat Drill beschäftigt. Naja, lassen wir ihn mal. Als nächstes will ich mal kurz in die Stocks gucken, nämlich was wir an Cages haben. Wahrscheinlich gar keine, weil ich gar keine gekauft habe. Das können wir einfacher gucken, nämlich mit Groß T können wir versuchen, Cage Traps aufzustellen. Cage Trap. Ah, dafür brauchen wir erstmal nur Mechanismen. Bauen wir erstmal hier 6 Cage Traps hin. Weil für mehr brauchen wir Mechanismen, also müssen wir mal wieder UM einen neuen Order geben. Rock, Mech oder einfach nur Mechanism. 20 Stück. So. Rock Pots werden fleißig hergestellt, die müssten dann auch irgendwo gelagert werden. Wenn sie nicht gerade irgendwo benutzt werden. Wo werden Rockpots gerade verwendet? Ah ja, in den Brauereien. Und genau hier gelagert. Also um Trinken brauchen wir uns schon mal keine Sorgen machen. Hier liegen überall Hamster Remains rum. Order. Refuse. Dorf safe, Dorf safe. Ja. Okay, ich weiß, woran das liegt. Wir haben keinen Platz auf unserem Refuse-Stockpile draußen. Was ist hier passiert? Weißer Sand? Weiße Sandmauer. Okay, da muss irgendwie der Sand weggebrochen sein. Nee, das ist einfach nur der Boden. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen einen noch größeren Refuse-Stockpile. Hier draußen. So, machen wir einfach 3 Stück draus. Ups. Dann machen wir noch größer erstmal. Bis wir uns überlegen, wie wir den Stockpile. Ja, jetzt rennen sie alle mit den kaputten, mit den Vermins raus. Sehr schön. Gut, Holz müsste auch langsam wieder reinkommen, weil unser General fleißig beim Holzhacken ist. Hier im Herbst. Und wir haben einen neuen Erwachsenen gekriegt. Gut. Nächster Schritt. Ist wie gesagt. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Käfige. Was für Cages können wir denn machen?
Auf jeden Fall aus ziemlich verschiedenen. Wir können Forge und wir können Wooden Cages machen. Dafür machen wir mal ein neues Stück. So. Mechanismen werden gebaut. Hier unten ist auch alles. Ja, es sind keine Wheelbarrows verfügbar. Oder holt er sich einfach Steine, um Sachen draus zu machen? Und wir haben keine Munition.